NanoCrafter is a game about science, puzzles, and most of all, creativity. Playing the game plunges you into the world of synthetic biology, where DNA is used to build everything from motorized machines to computational circuits. With NanoCrafter, you're not just playing a game, you're a part of the science. Your creative inventions could lead to improvements on existing ideas or even entirely new directions of research. You can even join the rest of the NanoCrafter community to evaluate the inventions of others and see how yours stack up. The basic rules are simple. Pieces can be chained together head to tail, and pieces with matching colors and complementary shapes can bond to each other. Longer chains can displace shorter ones that have already bonded to create cascades. Use these rules to come up with the most amazing invention yet. Also dieses kleine Video hier gerade am Anfang, ich bin hier auf der Seite von NanoCrafter, zeigt im Prinzip, dass es bei NanoCrafter auch wieder darum geht, mit anderen zusammen an einem wissenschaftlichen Puzzle zu arbeiten und zu spielen und sich eben auch gegenseitig untereinander messen zu können, was ja auch eine wichtige Spielmotivation sein kann. Und dass es eben darum geht, mit der menschlichen Kreativität Lösungsvorschläge zu machen, die jetzt ein Rechner immer noch nicht alleine schafft. Und zwar geht es bei NanoCrafter um DNA-Bausteine und die Art und Weise der Bindung von solchen DNA-Strängen. Genau, und ich würde jetzt einfach nochmal das Tutorial durchgehen, also den Anfang. Genau, Level 1. Also es geht darum, dass man also mit zwei so Böbbeln und mit zwei so Nicht-Böbbeln diese zwei kann man miteinander binden und also natürlich müssen sie dieselbe Farbe haben. Und es ist aber so, wenn da so ein Sternchen drauf ist, dann soll diese Bindung gelöst werden. Und wie mir ja hier diese Hand schon zeigt, soll dieses eben frei stehen bleiben und diese zwei gebunden bleiben, damit das eben auch frei stehen bleibt. Super simpel am Anfang. Good work. Und das ist ein zerbrochenes Teil sozusagen. Und hier geht es darum, dass man darauf achtet, dass das auf jeden Fall eine Bindung eingeht, weil das gibt sonst Probleme. Und hier haben wir wieder ein Sternchen und wenn ich jetzt die beiden miteinander binde, dann bleiben die auf jeden Fall und Aufgabe ist gelöst. So geht das weiter. Also hier Sternchen auseinander. Das muss ich auf jeden Fall irgendwo miteinander verbinden und das auch. Und die Sternchen bleiben wieder alleine. Next, please. Genau, also das sind DNA-Bausteine und sie reagieren miteinander und binden sich eben gegenseitig. Und das machen die im Spiel eigentlich von alleine, aber es geht darum, trotzdem bestimmte Regeln vorzugeben. Und hier wird eben klar gemacht, dass je länger so ein Strang ist, umso größer ist eben die Anziehungskraft. Das heißt, der Rote wird einfach hier außen vor gelassen und die zwei Roten finden sich sofort. Und genau. Und es ist eben sogar so, dass dieser Strang hier jetzt sich lieber mit diesem binden möchte und diesen halt eben abstößt. Ganz einfach, weil das hier einfach eine bessere Bindung insgesamt ist. Also eine stabilere Bindung für den Strang. Das passiert eben hier auch automatisch. Und das kann man jetzt hier üben, indem man hier, es wird einem ja alles angezeigt, indem ich hier einen Strang anbiete, der diesem hier besser gefallen wird, als den er hier eben einteilig schon hat. Und dann brauche ich nur auf Play zu drücken und die finden sich. Genau, dasselbe hier. Ich muss halt nur so ein bisschen austauschen und zusammenfügen und das hier dem hier unten anbieten. Und so wird er eben auch dieses einzelne Rote mit dem Sternchen gleich abstoßen. Bis jetzt ja easy peasy, ne? Aber ich bin ehrlich gesagt auch wie bei Folded schon nicht durch das ganze Tutorial gekommen. Also es ist irgendwie vielleicht nicht so ganz mein Ding bisher. Was natürlich schade ist, weil einfach dieser wissenschaftliche Hintergrund total toll ist. Aber ich muss auch sagen, ähnlich wie bei Folded, ist es ein bisschen schade, dass eben das Design immer noch so wissenschaftlich wirkt, weil ich muss ein bisschen so die Augen so zusammenkneifen, um zu sehen,
ob das hier jetzt ein Böbel ist oder nicht. Und auch bei diesen hier, also bei diesen Kamelhöckern, ist das Gleiche. Und das, also mich erinnert das immer noch sehr an irgendwie so ein Biologie-Schulbuch oder so. Und das könnte man sicherlich auch mit irgendwelchen anderen Paaren machen, mit Hunden und Katzen oder sowas. Ich weiß es nicht, aber genau, und hier kann ich jetzt wieder Play drücken. Und es ploppt sich alles zurecht. Good work. Dieses Spiel ist auch, so wie Foldit, vom Center for Game Science in Washington. Kam jetzt gerade erst 2014 raus und beschäftigt sich eben mit DNA-Bausteinen. Und hier geht es, ah, ich muss dem wieder was anbieten, bestimmt. Hier geht es eben darum, dass die gesamten Möglichkeiten an biomolekularen Verbindungen im Raum, dass den Rechner immer noch nicht gänzlich abbilden und durchsuchen kann, einfach weil die Masse immer noch viel zu groß ist. Zwar kann ein Rechner gut simulieren und prüfen, aber das menschliche Gehirn ist trotzdem immer noch sehr viel kreativer, was eben dieses Spiel nutzen will, indem also in einem höheren Level dann bestimmte Lösungsvorschläge eben eingereicht werden können an möglichen kreativen Bindungen. Und die wollen bestimmt miteinander. Das hier will, eigentlich habe ich es, glaube ich, schon gelöst. Genau, und im Prinzip arbeitet dann Rechner und Mensch miteinander. Also jeder tut im Prinzip das, was er oder sie am besten kann. Und damit kann eben dieses System von der Abbildung und Untersuchung von diesen DNA-Bausteinbindungen kann eben weiterentwickelt werden. Das heißt, das hier fließt auch tatsächlich wieder in den Forschungskontext mit ein. Ja, ich mach mal Play. Noch ploppt es. Okay, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich gucke mir das nochmal an. Also ich habe dem doch angeboten, dass, also wenn ich das hier, das so, und dann mache ich hier ein Kettchen und gebe dem Gelben da noch, und dann müssten die doch eigentlich dort oben sich freuen. Und da unten. Ach, das wird abgestoßen. Genau, dieses Kaputte wird abgeworfen. Das ist natürlich nicht gut, weil das nicht alleine dastehen darf. Das heißt, dass ich eigentlich irgendwas anderes dem hier anbieten sollte. Und zwar gebe ich dem. Was mache ich denn jetzt hier? Wenn ich jetzt Play drücke, dann bleibt er hier zusammen, ne? Weil das ist natürlich keine bessere Alternative. Nee, die, ja, genau, das ist richtig. Die bleiben zusammen und die sollen auch zusammenbleiben. Yeah! Ich bin schlauer als ich selber. Und jetzt kann ich hier unten, im Prinzip habe ich jetzt einfach so eine Art offenes Baukastensystem, wo ich mir einfach so viele Teile nehmen kann, wie ich will, und bauen kann, was ich will. Und bis ich auf Play drücke, ist es auch egal, was ich baue. Ja, Nanokrafte von 2014. Next.